Die Frage, ob wir nur aus tatsächlich körperlichem Hunger essen, die darf man sich gerne stellen. Und meine Antwort ganz früh war, nein, es gibt ganz viele Momente und Gründe, für die wir anfangen zu essen. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie von unserer Stimmung her so angeschlagen sind, dass wir gerne diese Stimmung mit dem Genuss des Essens überdecken wollen, dann fangen wir an zu essen und wir sind uns überhaupt nicht dessen bewusst, dass wir essen, weil wir unsere Stimmung zudecken, sondern wir denken, ach, ich möchte jetzt einfach mal was essen. Ja, und dieses Gefühl, Lustprinzip wieder ins Leben zu ziehen, wenn es einem gerade schlecht geht, ist nur gut, zu gut zu verstehen. Nur, es bringt uns nicht vorwärts. Und es bringt uns, wenn wir Figurprobleme haben, in die falsche Richtung, vermutlich. Also von daher habe ich irgendwann erkannt und geändert, ob ich in bestimmten Situationen essen möchte oder ob ich es besser lasse. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, wie einfach oder wie schwierig es sein wird, diese Verhaltensänderung zu etablieren. Ich bin nun absolut kein Verfechter der Verhaltenstherapie. Von daher wähle ich für die Verhaltensänderung einen anderen Weg. Und wenn du meine Videos schon mal geschaut hast, dann weißt du, dass ich viel mit Hand aufs Herz loslasse. Und so lasse ich auch die Anwandlung, etwas essen zu wollen, wenn ich keinen körperlichen Hunger habe, mit Hand aufs Herz los. Sofern ich diese Anwandlung bei mir des Öfteren entdecke. Ansonsten komme ich zurück auf die Strategie zu essen, wenn ich tatsächlich körperlich hungrig bin. Weil, warum essen wir überhaupt? Wir essen, weil unser Körper signalisiert, wenn er gesund tickt, dass wir Nahrung benötigen. So, jetzt hat unser Körper aber im Laufe der Zeit durch unsere Handlungen, unser konditioniertes Verhalten, unser etabliertes Verhalten, könnte ich auch sagen, gelernt, dass auch andere Situationen dankbar mit Essen zu befriedigen sind. Dankbar möchte ich in Frage stellen. Ja, und jetzt geht es darum, solche Situationen herauszusuchen und zu gucken, welche Situationen sind denn das? Ich habe zum Beispiel ganz früh bei mir festgestellt, dass ich früher immer dann mir was in den Mund gesteckt habe, wenn ich von egal was zurück nach Hause kam und meine häuslichen Räumlichkeiten betreten habe. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich so ein Handlungsmuster lebe, habe allerdings erstmal überhaupt nicht gewusst, womit das zusammenhängt. Nun, und dann habe ich mich auf die Reise gemacht, habe auch mit Hand aufs Herz gefragt, womit könnte das zusammenhängen? Und die Antwort, die ich bekam, war, früher, als ich noch ein Kind war, hat meine Mutter immer mit Nahrung auf mich gewartet, wenn ich von draußen vom Spielen nach Hause kam, wenn ich von der Schule nach Hause kam, wenn ich überhaupt nach Hause kam. Und so hatte dieses nach Hause kommen eine Verbindung geschlagen zum nach Hause kommen und essen wollen und essen müssen und routinemäßig konditioniert zu essen. Das ist natürlich völlig bescheuert, weil es führt dazu, dass man isst, obwohl man gar keinen Hunger hat. So, also musste ich dieses Muster auflösen. Und dieses Muster ließ sich nach einigen Übungen des Hand aufs Herzens tatsächlich auflösen, sodass ich heute von mir sagen kann, wenn ich heute nach Hause komme, gehe ich nicht mehr direkt zum Kühlschrank oder zur Obstschale oder zur Leckerli-Bedienung, sondern ich mache das, was ich mache, wenn ich zu Hause angekommen bin und mir vorgenommen habe. Aber es hat nichts mit dem Essen zu tun. Ja, und so kann man, und das ist meine Botschaft heute, so kann man solche Muster tatsächlich lösen, ohne die Verhaltenstherapie anzustrengen. Das Verhalten kann sich und darf sich nachhaltig ändern, wenn du es möchtest und wenn du deine inneren Muster
anders versorgst, mit anderen Informationen versorgst. Das ist meine Information für heute zu dem Thema Essen, aus welchen Gründen auch immer, ohne körperlichen Hunger. Und frage dich selber an dieser Stelle jetzt einfach mal, gibt es bei dir im Leben Situationen, wo du sagen kannst, ich esse tatsächlich einfach so immer dann, wenn bla bla bla, zum Beispiel etwas zu essen angeboten wird, ein Kollege eine Runde schmeißt, ohne körperlich hungrig zu sein. Und mach dir ruhig schriftliche Notizen zu dem Thema und gehe immer wieder zurück in deine Erinnerung oder frag dein Herz. Dazu kannst du die Hand aufs Herz Videos gerne mal angucken. Frag, wann esse ich tatsächlich, ohne körperlich hungrig zu sein, einfach aus der Situation heraus oder weil mich was auch immer triggert. Schreib das alles auf. Ich bin sehr gespannt auf das, was du mir dann als Kommentar hinterlässt. Alles Liebe für dich. Ciao, ciao.